Hallo und willkommen zurück zu mir, der Myrrl, mit Ark Ragnarok. Ich bin hier immer noch in dieser beschäbigen kleinen Setschütte unten in einer Höhle. Oh, wir haben gerade dunkel. Also mein Gamma ist gerade erhöht, deswegen sieht es recht hell aus, aber es wird, glaube ich, gerade dunkel. Oder ist es schon dunkel? Wir waren hier oben ein bisschen bauen und wir hatten Material noch besorgt und ich habe auf jeden Fall schon mal so ein paar Sachen gelernt. Ich hatte gesehen, ich habe hier in den Strukturen noch gar nichts drin gehabt, bis auf die Foundations. Also ich habe jetzt mal ein bisschen was gelernt. Also die Ceilings habe ich auf jeden Fall gelernt, auch die Runden. Wir werden auf jeden Fall welche brauchen, das weiß ich. Vielleicht können wir mit den Runden da vorne arbeiten. Überlege ich gerade. Aber als erstes würde ich sagen, bauen wir Wände. Wände. Und da habe ich jetzt einmal die 3x3. Das sind diese großen. Ich glaube, da werde ich mal. Ich baue mal drei zur Probe. Also, ich will mir die mal angucken. hier habe ich ein Doorframe. Als Wand habe ich die normale Wand. Window, Treppe, Gates. Ja, jetzt ist die Frage: Sind das. Wie groß sind die Gates? Ist das ein ganz großes? Metallbarren. Okay, für die Tür brauche ich dann die Metallbarren. Also, Gates sind die ganz großen, ne? Und das hier müssen ja die normalen Türchen sein. So, ich baue hiervon mal 20 Wände einmal. Ja. Ach ja. Oh, hat er die doch gebaut? Ich hatte das doch abgebrochen oder hatte ich die schon gebaut gehabt? Ich weiß es gar nicht. Hier ist auf jeden Fall diese Gun. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die jetzt aus Versehen gebaut habe. Ich wollte sie eigentlich nicht bauen. Ich wollte sie euch zeigen, wenn ich sie baue. Sie sehen beide gleich aus. Aber eins scheint ein Gateway und eins ein Doorframe zu sein. Also was da jetzt Unterschied ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich gucke mir die gleich mal an. Ja, gucken wir mal. Bin ich jetzt gleich damit überladen? Nein, es geht noch. Es geht noch. Okay, könnt ihr eigentlich noch mehr bauen. Aber ich will jetzt erstmal wissen, diese Doorframes, wie sehen die aus? Also, das sind recht große. Und das ist ein kleiner. Ja, okay, sag ich ja. Okay. Da passt wahrscheinlich auch so ein Dino durch. Okay. Komm her, mein Großer. Wir pfeifen die mal ab. Die folgen uns bestimmt noch. Wir zwei gehen mal da hoch. Ich bin einfach schneller mit dir. Obwohl, ich hätte auch fliegen können. Ah, na gut. Ich hasse es. Also, was ich echt nicht mag, hier ist diese Türen. Sag mal. Kann ich hier bei dir kein Auto-Close einstellen? Das war ein verstärktes Dino-Tor, deswegen ist es noch das Falsche. Also ich muss echt mal das andere bauen. Dieses Rainforest Door. Und klappt das auch. Ja, also gucken wir mal. Also das große Tor nach vorne. Das müsste doch cool aussehen, oder? Wenn ich das große Tor mache. Aber dann. Es haut nicht hin. Es soll ja eher so ein Brückenhaus werden. Was neppen tut das auch nicht. Man blitzt das einfach so, oder wie? Ist ja auch irgendwie komisch. Ich meine, es ist schon cool. Es ist ein großes Tor. Ich kann natürlich auch einfach hier dieses kleine Ding setzen. Eins, zwei. Das würde ich fast hier reinsetzen, um den Raum abzutarnen. Zack, ich setze es mal, dass man dann hier reingeht in den Mühlraum mehr oder weniger. Und vielleicht das große doch hier hinsetzen. Wir nehmen mal die Wände. Das sind die 3x3 Wände und dann die kleinen Wände.
7. Ja, das lohnt sich schon. Also leider keine Fenster drin. Das ist das Problem. Also es ist. Kannst du bauen da, wo du keine Fenster haben willst. Das ist doof. Ich meine, hier können wir das machen. Hier kommt das Mühlrad ja eh hin. Das Wasserrad. Würde ich den jetzt einfach da hinsetzen? Okay. Gut. Und vielleicht hier. 7. So. Hier. Da ist nämlich eh eine Wand. Und da müssen wir, glaube ich, nicht rausgucken, was kommt da hinten. Hier müssen wir die Kleinwände hinsetzen. Ich baue jetzt einfach mal so hoch, wie das hier ist, weil das hier ist dann quasi ein Raum. Dann könnte ich hier noch die andere 3x3, habe ich ja fast richtig geplant. Und hier möchte ich halt Fenster rein haben, also es wäre mir zu blöd, wenn das jetzt dicht ist. Ups. Ist nicht komplett. Mache ich unten ein Fenster komplett rein? Oder nur hier? Ich glaube, ich mache die zwei mit Fenstern. Und hier die Seitenwände. Dann erstmal so. Das heißt, ich brauche hier auf jeden Fall zwei Fenster. Vielleicht können wir hier auch noch mit eins einbauen. Mal gucken. Also ich werde erstmal dieses Mühlrad-Dings bauen. Jetzt ist die Frage, so, also wir haben hier und hier eine Wand. Machen wir mal. Nochmal eine Wand und ich setze hier auch mal eine Wand. So, passt jetzt dieses große Gate hier dazwischen? Ne, schon fängt es an hier drum zu spacken. Okay, jetzt fängt es an. Okay, muss ich die Wand mal wegnehmen? So wird es passen. Okay. Ja, okay, machen wir dazu. Machen wir so. Ich glaube, da. Ne, ich baue es erstmal zu. Fenster kann ich zur Not immer noch zwischen machen. Aber ich glaube, da sind wir schief gesnappt, oder? Täuscht das nicht? Täuscht gerade. Und da. Gut. Schon habe ich alles verbaut, was ich gebaut hatte. Hätte ich noch irgendwas mit? Eine Tür oder so? Nein, ne? Ich gehe mal auf Resistenz, weil ich immer so schnell friere. Dann werden wir mal das Mühlrad bauen gehen. Bella. Na, Hunde kriegen sich schon mal in die Wolle. Mal schnell zumachen hier. So, da sind wir. Halt, falsche Taste. Wir gucken mal, was wir noch bauen können. Das hatte ich gesagt, auf jeden Fall bauen wir Fenster. Gucken wir mal, was hatte ich denn? Strukturen, Window. Ich habe die hier gelernt. Ich keine Ahnung gelernt. Okay. Ach, brauche ich Metallbarren für. Okay. Habe ich Metallbarren? Okay, ich gucke mir mal eins an. Und ich glaube, ich muss mal noch die anderen Fenster. Es gibt doch noch mehr Fenster. Die hier zum Beispiel, die. Oh, Telefon. Einen Moment. Da muss ich erstmal rangehen. So, dann, da bin ich wieder. Ja, war ein wichtiges Telefonat. Da musste ich unbedingt rangehen.
So, wir hatten nach Fenstern geguckt. Genau. Ich hätte überlegt, die hier noch zu lernen. Das weiß ich gar nicht. Lernst du Tall? Also, das sind so eine hohen Fenster. Hier gibt es die als Dreier, als Zweier. Ich würde jetzt mal die hier lernen. Tall. Nehmen wir mal das. Nenne ich mal noch das. Das Einzelne, glaube ich, möchte ich gar nicht. Das ist mir irgendwie zu. Aha, hier haben wir auch noch Keep Window. Aha. Snaps to Stone Door Frames. Achso, okay. Und das hier, vielleicht sieht das auch gut aus. Mal gucken. Ich gucke mir die einfach mal alle an. Ich habe nämlich auch noch nicht. Hier ist eine Windmühlenwall, Waterwheel Wall. Achso, stimmt. Ah, ich muss doch wahrscheinlich das Ding bauen für das Waterwheel. Da muss ich nochmal gucken. Ja, okay. Gucken wir mal in den Tisch wieder rein. Strukturen. Okay, ich muss mir erstmal durchgucken, was hier was ist. Doors, Feuerstelle, Fireplace, Foundation, Mill. Ja, bitte einmal dafür ranholen. Und wo ist das Watermill? Windowed. Ja, okay. Und wo habe ich das Ding selber? Das Rad dafür? Ah, okay, hier habe ich. So, machen wir jedes Fenster einmal. Das habe ich gerade schon gemacht, nicht? Ja, wir gucken uns die alle mal an. So. Nehmen wir mal raus hier. Herstellung. Stilling. Das ist dieses andere. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Knastfäller. Not enough resources. Was fehlt mir? Kristall oder Metall? Wahrscheinlich eher Kristall. Kristall hatte ich nicht mehr so viele. Gates. Oh, habe ich noch 150. Okay, machen wir das. Und Doors. Gut, haben wir auch noch. Nehmen wir mit. Herstellung. Wände, Treppen. Ja, die kommen später dran. Feuerstellen kommen auch später erst dran. Da ist mich gerade irritiert, die Mühle. Mill? Nee, Water. Da ist es. Warum hat der mir das nicht angezeigt? Und der Keep? Okay. Waterwheel. CKF. Ich gebe mal CKF ein. Vielleicht finde ich dann. Achso, das ist vom Siedlerpack. Okay. Gehört das zum Siedlerpack? Nee, ne? Das gehört doch zur Keep. Bin ich jetzt etwas verwirrt. Aeroflame. Okay, brennender Pfeil. Hier ist auch so ein Türding, ist auch cool. Und das Tor auf und zugehen zu lassen. Hier ist Deko, okay. Also doch, hier sind jetzt so ein paar Sachen drin, die ich habe vorher nicht gesehen. Ja, Dächer habe ich noch nicht. Nee, das brauche ich hier nicht. Noble Axt, okay. Ah ja, hier habe ich einen Mühlstein. Brauche ich den dafür? Eine Windmühle könnte ich bauen. Das muss ich mal ausprobieren. Ja, was ich vermute, dass ich das hier brauchen werde. Ich werde die mal hier lernen. Einfach nur, weil ich denke, ich werde die brauchen. Enterhaken. Trebuchet. Oh Gott, ein. Ja. Trebuchet-Armor. Brauche ich aber nicht wirklich. Das braucht man nicht wirklich. Also die Windmühle wäre auch noch interessant. Hier gibt es dann auch eine Windmühlenwall, also eine Wand für eine Windmühle. Dann kann man die so richtig schön rund bauen. Ich glaube, die werde ich auch noch bauen. Eine Windmühle. Mal gucken, wo. Überlege ich mir noch.
kann sie ja schon mal lernen. Ich bin mir sicher, ich werde das Ding noch bauen. Gucken wir noch mal rein. Hab ich jetzt... Da habe ich das Rad. Was brauche ich denn dafür als Metallbarren und Stroh? Habe ich das alles noch? Habe ich tatsächlich alles noch? Dann werde ich mal... So ein Ding bauen. So ein Ding bauen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt noch einen Generator brauche. Und irgendwas muss das Ding ja anfeuern. S plus Electrical, genau, den hier. Okay, dafür brauche ich erst einen Fabricator. Für einen Stromgenerator. Ne? Ich lerne den mal, ja. Weil der braucht Electronic und die kriege ich bloß im Fabricator. Da ist er. Dafür brauche ich Kristall, Zement, Zündpulver. Habe ich sogar alles. Müsste ich alles haben. Ach so, habe ich ja schon gelernt. Jetzt wollte ich nochmal lernen. Ich habe schon gelernt. Kara, hüpfst du da bitte nicht auf dem Sofa rum? Danke. Man sollte die Sachen jetzt auch mitnehmen. Das Water Wheel. Und ich probiere jetzt mal diese Fenster aus. Wir gucken uns die mal an. Nehmen wir das noch. Dann muss ich gucken. Ach so, ich habe die Dinger hier nicht eingepackt. Die nehmen wir noch mit. Dann werden wir gleich sehen. Also ich gucke mir die Fenster mal eben an. 7. So. Das ist die. Das ist das große. Das sind die. Ja, okay. Ich glaube fast. Mir gefallen die noch mit am besten. Weil das hier ist, glaube ich, so nach außen gewölbt. Ja, das hat so eine Wölbung nach außen. Ich glaube, ich werde von den Dingern noch ein paar bauen. Nein, hier. Strukturen. Window. Habe ich das auch drin? Ach nee, da hat mir was gefehlt. Das heißt, mir wird wahrscheinlich für die hier auch noch was fehlen. Ja, mir fehlt es an Kristall. Also ich muss tatsächlich Kristall holen. Dann werde ich nochmal ein paar Wände bauen. Wände. Bauen wir hier von mal 30 erstmal. Gut, dann kannst du das mal bauen. Ich müsste eigentlich allgemein nah genug sein. Hast du irgendwas drin noch? Nein, du bist leer, das ist gut. Dann gehen wir mal hoch und dann holen wir beide mal Kristall. Absteigen, zum Türen schließen. Ja, ich muss hier unbedingt dieses andere Türchen bauen, dass das alleine auf und zu geht. Beziehungsweise auf jeden Fall zugeht. Das auf vielleicht nicht, aber das zugehen. Es ist ja nervig, dass das nicht zugeht hinter mir. So, du bleibst mir hier stehen und ich werde mal gucken, ob ich das Mühlrad hier platziert kriege. Aber ich gehe echt davon aus, ich muss diese Wand austauschen. Oh, das ist riesig. Aber das würde hier echt super reinpassen. Ja, okay. Das heißt, Wand AD. Weil ich brauche platzieren. Das ist natürlich bloß so eine kleine Wand. Toll. Baue ich das hier und die große daneben? Dann noch 3, ja. Guck mal, ob wir das Mühlrad jetzt da rankriegen. Kann nicht gesetzt werden. Erfordert Verbindung zur Wasserquelle. Na toll. Hier ist doch die Wasserquelle. Reicht das nicht? Oh. Setz ich die Wand mal weiter rüber. Vielleicht reicht das. Muss ich gucken, ob zur Not... Ah, hier reicht's. Okay. Na, sieht er. Geht doch. Ha, schick. Ist nicht ganz so, wie ich es gerne wollte. Vielleicht muss ich mit den Foundation jetzt auch noch ein bisschen rausgehen. Weil mir gefällt das denn hier nicht so ganz, dass das hier... Ah, oh, mir wird schon wieder kalt. Ich hätte gern das Mühlrad mittiger gehabt halt, ne? Gefällt mir nicht so ganz. Na gut, platzieren. Platziere ich die mal da. Was ist? Bist fertig?
Bist du runter? Okay, dann sag doch was, dann setze ich dich schnell runter. Mein Kind möchte gerade vom Stuhl. Einen Moment. Geht sofort weiter. Hab ich nicht gehört, entschuldige. Komm runter! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Na los. Ja, ihr und eure Grizzly und die Lemminge. So. Ja, ich überlege gerade, ändere ich denn hier nochmal was an dem hier? Ich meine, dass ich das vielleicht hier ein kürzer mache, den Raum, aber ich hätte ihn halt gerne als Dingsraum dann genutzt, als Fabrikationsraum oder wie auch immer. Ich gucke mal, ich hole mir nachher nochmal die Foundations. Und dann werden wir die da mal reinsetzen. So, jetzt überlege ich gerade. Die 8. Die müsste ich ja echt hier unten reinmachen. Schon. Ja, die sind zwei hoch. Das sieht cool aus. Das gefällt mir. Kann man daneben auch noch reinsetzen. Und dann mache ich das vielleicht doch noch ein weiter rein, dann ist das symmetrischer. Genau. Ja, aber ich werde jetzt erstmal was essen. Und wir reiten mal kurz zu der Kristallhülle, die ist doch hier gleich. Und holen mal ein bisschen Kristall. Und ab rein hier. Na. Genau. Also ich finde es erstaunlich, dass mir echt trotz Pelzrüstung hier immer noch so kalt wird zwischendurch, vor allem wenn es regnet oder dergleichen. Na. Wo kommst du hier sonst hoch? Kommst aber so an, oder? An den hier auch? Ja, okay. Dann brauche ich da gar nicht hochspringen. Nur noch der hier, ne? Ja, es sind nicht viele Kristalle, aber immerhin. Also. Besser als nichts, ne? Also, ich würde gerne die Kristallhöhle mal gehen, aber wenn ich jetzt hier schon erfriere, dann da erst recht. Ich muss mal noch überlegen, wo es hier in der Nähe. Was ist das? Ach, das ist der Ark. Wo es hier auch in der Nähe Kristalle gibt. Da liegt gerade Brontokacke, sehe ich das richtig? Lauf, mein Alu, lauf! Den Bronto-Knödel nehmen wir mal mit. So, danke. Ein schwarzes Schaf. Ja, Schafe wären auch noch schön, aber dafür brauche ich erst einen Bienenhonig. Weil die fressen wie die Schnecken, die ich noch lieber hätte, bevor ich ein Schaf nehme. Kuchen. Ich zähme mal mit Kuchen. Total unlogisch, aber nun gut. Also für mich ist es unlogisch. Warum soll ich ein Schaf Kuchen reindrücken? Ja, ich überlege gerade, wo wir noch Kristalle haben. Hinten beim Vulkan, ne? Aber da ist auch heftig was los in der Regel. Ah, Alulein. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Mein Alu ist aufgestiegen. Nee, du kriegst mal Angriff diesmal. Muss sein. Ja, hör auf dich zu freuen. Geh weiter. Jetzt kackt er auch noch. Komm, dann hebe ich den Knüdel auch auf, wenn du schon mal kackst. Und wir müssen unbedingt Blumenbeete anpflanzen, noch mehr. Also ich brauche viel mehr Blumenbeete. Wo habe ich den Pilz her? Achso, aus den Kristallen. Ja, ist okay. Das lasse ich hier mal drinnen. Ich will mal kurz hier runter gucken, hier zu dem See. Wir haben immer noch kein Otter. War der hier der See? Oder? Ja, hier ist er. Hier gibt es zumindest Fische in diesem See. Da gibt es hier auch Otter? Rein theoretisch könnte es dann auch Otter geben. Ah, mein Amicular. Zack. Aber ich vermute fast. Kohlegand, Kohlegand. Also Fische haben wir ohne Ende. Nee, wahrscheinlich keine Otter. Schade.
Den Ottersee, den könnte ich ja da unten machen. Bei mir in der Höhle. Das kann ein schöner Ottersee werden. Oder ich könnte den hier direkt nehmen, weil hier sind ja die Fische. Dann fressen die ständig das Ding hier leer. Aber das könnte ich auch machen. Ist ja nicht so weit weg von mir. Könnte ich schön als Otterbucht machen. Kartoffeln. Also Gott sei Dank hast du hier immer genug zu essen. Verhungern tust du in den Highlands rein theoretisch nicht. Davon hast du hier mehr als genug. Ja, für dieses kurze Sammeln hier jetzt eben 75 Kartoffeln. Ja, gehen wir mal wieder hoch. Lehnen mal das Kristall ab. Und dann hole ich mal die Foundations und die Wände. Mal gucken, ob ich noch ein, zwei Fensterchen bauen kann. Ups, ja, bestiegen war ich nicht weit genug dran an der Tür. Ich lasse ich so mal kurz offen für den Moment. Ja, jetzt kommt er zum Rudel zurück, ist ja gleich wieder der Alpha hier. Alleine läuft er nicht. Wenn ich ihn im Rudel jetzt mitnehmen würde, kriegt er natürlich seinen Rudelbonus, den er jetzt so natürlich nicht hat. Also das Zeug möchte ich jetzt hier nicht mit bei haben. Herstellung, Strukturen, Window, Launset. Brauchen wir auf jeden Fall den noch? Dann machen wir den. So, nichts, nicht genug. Das heißt, es sind wieder Dings leer wahrscheinlich. Inventar, wir nehmen das mit, wir nehmen das mit, wir nehmen so eins noch mit. 31 Wände. Die Foundations, die habe ich im Dino gelassen. Habe ich wahrscheinlich im Rex gelassen. Okay. Herstellung. Nein, falsch daneben geklickt. Foundations wollte ich gerade haben. Ceilings meine ich nicht hier. Genau. Gucken wir mal. Machen wir 20. So. Schon ein Knödel. Nee, nicht aufstehen. So, gib mir mal die Knödel, die du da bei dir drin hast. Die gehen wir mal hier ins Beet schmeißen. Oh, hier. Ah ja, und schon bin ich ja voll. Stoßt euch da hinten nicht die Rübe, Kinder. Ja. Und zack. Die nehmen wir mit. Okay. Okay. Darf ich dir hier ein bisschen was abgeben? Wärst du so freundlich? Dankeschön. Und du bist wieder den Rest und ich hoffe, dann kann mich der andere Alu noch tragen. Ja, es geht. Ist okay. Alles noch im grünen Bereich. Gut. Dann würde ich aber sagen, der hat schon wieder gekackt. Sag mal, wie oft musst du kacken? So. Das reimt auch witzig aus. Dann würde ich sagen, wir sehen und hören uns aber in der nächsten Folge. Also, bis dann. Tschüss.